Wir machen neben diesen coolen digitalen Payment-Projekten und auch das 3D-Secure-Service, den wir schon lange betreiben, machen wir immer auch Innovationen zugunsten unserer Kunden schon sehr früh. Wir haben dazu in-house eine kleine Innovationstruppe, wir nennen die Sparks, wo wir alle, ich nutze das auch in letzter Zeit ein bisschen öfters aus, kleine Themen reingeben können, um neue Dinge auszuprobieren. Innovation hätte ich da so mal in Bezug zu diesem Vortrag gebracht, aber was zum Henker hat es mit diesem Wegfallen dieser Schnittstellen zu tun. Nun, wir nehmen schon länger einen Trend auf der Hardware wahr, den kennt ihr wahrscheinlich alle auch, dass die Schnittstellen langsam wegfallen. Hugo wird es dann gleich auch zeigen. Und wir nehmen diesen Trend in leicht abgeänderter Form auch beim Payment wahr. Und der Trend beim Payment wird quasi verursacht, teilweise auch durch diesen Computertrend. Hugo Schottmann ist mein Kollege, ist einer unserer UX-Spezialisten bei Netzetra, beschäftigt sich auch viel mit Innovation. Werden wir gerade noch ein paar Sachen zeigen. Wir werden jetzt nach ein paar einleitenden Worten zu dem Trend, der dann auch eben Anlass gibt zu diesen Innovationen, dann ein kleines Potpourri an innovativen Themen, die wir behandeln, zeigen. Live-Demos, Videos und hoffen, dass Ihnen das gefällt. Aber jetzt erstmal Hugo. Wenn wir reden über Benutzererfahrung allgemein bei Geräte, Computers und so weiter, dann hat es sich eine interessante Entwicklung durchgemacht von sehr groß, sehr technisch, mit nur für wenige Leute, also mit viel Ausbildung und also sehr schwierige Interfaces wie ein Punchcard hier, zu etwas freundlicher. Man kann Kommandos geben, aber man muss die Kommandos lernen und die Geräte wurden also etwas kleiner und verfügbar für mehrere Leute, aber immer noch nicht so ganz freundlich. Also groß, kompliziert, technisch. Dann wurde es grafisch und dann kam noch ein Maus dazu und die Geräte wurden schon etwas kleiner auch. Und die grafische Benutzeroberfläche ist über Zeit etwas freundlicher geworden, aber es ist noch immer nicht so ganz intuitiv, man muss noch etwas lernen. Jetzt werden die Geräte noch kleiner, schneller und noch viel intuitiver. Also sogar ein Kind kann ohne Übung dieses Gerät bedienen, genau weil es sich verhält wie die physische Welt. Also ein Kind, das die physische Welt schon kennt, kann schon etwas bewegen aufs Bildschirm, weil es geht einfach mit den Fingern. Und dann wird es noch kleiner und die Interaktionen werden noch einfacher, aber auch kürzer, effizienter. Man sieht, es verschwindet fast, also es ist nur auf dem Uhr. Und man kann zum Teil auch damit reden schon, vor allem wenn der Computer genau weiß, was du wirklich meinst. Also das wird immer besser. Da verschwindet eigentlich braucht es keine Tastatur mehr, man muss es nicht mehr berühren, man kann einfach reden. Und das nächste, also vielleicht nicht morgen, aber etwa Dezember oder so, dann haben wir ein Gehirninterface. Der wird dann wahrscheinlich nicht so wie hier gezeigt benutzt, um einen Mauspointer zu bewegen, weil wieso braucht es das? Aber dann kriegt man den Facebook-Feed direkt im Gehirn. Ich werde sicher einige Filters einstellen, wenn das passiert, aber freue mich schon drauf. Jetzt zeigt Thomas noch, was das für Payment bedeutet. Danke, Hugo. Soweit, so gut. Also wir sehen, Schnittstellen fallen weg, sie werden einfacher, es geht zurück zu der natürlichen Interaktion des Users. Und beim Payment ist eigentlich etwas Ähnliches im Gange. Wenn wir uns das ganz kurz anschauen, Payment ganz früh war Tauschhandel, das ist jetzt ein eher spätes Bild, aber früher, ganz vor vielen tausend Jahren, hat man eben getauscht. Der Nachteil war natürlich, der Wert war nicht eindeutig definiert, konnte nicht gut aufbewahrt werden. Und darum kam man dann irgendwie früher oder später zu Münzen, Goldmünzen, später auch zu ganz normalen Münzen und Banknoten. Dadurch wurde der Wert standardisiert, man konnte ihn aufbewahren und es war eine gute Möglichkeit zu bezahlen.
Natürlich mit der sich ändernden Gesellschaft hat auch Cash sein Problem. Also zum Beispiel große Werte mussten plötzlich in großen Kisten mit Münzen, Goldmünzen rumgetragen worden oder diese ominösen Koffern vollgestopft mit Geldscheinen beispielsweise. Oder wenn man in fremde Länder geht, dann kann man plötzlich mit seiner Währung nicht mehr bezahlen. Und so kam dann natürlich vor 40, 50 Jahren, da muss ich nicht viel zu sagen, die Plastikkarte auf, Kreditkarte, Bankkarte, was auch immer, um quasi mit einer Karte gleich alles abzufrühstücken. Der nächste Trend hier war eigentlich ein Wechsel des Formfaktors, also diese Plastik als Trägermaterial ging dann über in ein, also würde übertragen in Objekte, die wir täglich mit uns mitführen, natürlicherweise auch für andere Dinge verwenden, also Smartphone beispielsweise. Hier die Wearables sind wir noch nicht so weit, Ring, Armbänder beispielsweise, aber Apple Pay, Samsung Pay oder eben die digitale Wallet, die wir auch anbieten. Aber ich glaube, in die Richtung ist momentan ein Trend drin, aber eigentlich sind wir immer noch nicht fertig, weil wir hantieren immer noch mit Geräten. Also ich muss immer noch irgendwie Apple Pay davor halten, ich muss vielleicht irgendwas aufrufen, ich muss, oh Gott, QR-Codes abscannen und so weiter. Der nächste Weg ist dann, dass man eigentlich viele Dinge mit Sprachschnittstellen tut. Also ich sage ein Gerät, ich möchte gerne das und das bezahlen und das passiert dann im Hintergrund. Sei das eine Direct Debit Transaktion im Hintergrund oder sei das eine Masterpass Checkout in so einer Sprachschnittstelle. Da haben wir noch zwei, drei Beispiele dazu nachher. Das ist so der nächste Schritt, der so langsam am Anlaufen ist. Und dann die Zukunftsmusik, und man sieht auch hier, also all diese Dinge hat eigentlich mit dem Voranschreiten dieser Hardware-Evolution auch zu tun, dass es kleiner wird, Interaktionen eben ermöglicht werden. Und der nächste Schritt ist dann Amazon Go, wo auch die Interaktion, dass ich irgendwas rausnehme, irgendwas bezahle und so weiter, ersetzt wird durch automatisches Tracken, automatisches Payment, indem dass ich rauslaufe. Es gibt andere Beispiele, Uber wird immer wieder bemüht. Also ich laufe aus dem Taxi raus und es wird einfach im Hintergrund bezahlt. Also die Zahlungsmittel, wie auch schon in der Sprachschnittstelle, die wandern in die Cloud. Soweit zu den Trends. Wir beschäftigen uns bei etc., wenn wir von Innovation sprechen, mit solchen Trends. Wir haben jetzt zwei Kategorien mitgebracht, die Sprachschnittstelle, die wir kurz demonstrieren wollen. Und ein weiterer Trend, Augmented Reality, also um erweiterte Realität. Also nicht die von LSD, sondern die eben mit der Brille und der HoloLens zu tun hat. Die möchte ich ganz schnell dann nachher zeigen. Die Conversational Interfaces, wo wir eigentlich hier in ein Gerät reinsprechen und so mit dem Gerät interagieren und bezahlen wollen. Wenn man jetzt natürlich einen der großen Marketing Giants fragt, dann sieht die Brave New World okay, Google. So aus. Hey Google. Hey Google. Okay Google. Hey Google. Play some dance music. Sure. This is fresh air. My guest will be Kimmy Schmidt on Netflix. Okay, Google, count to 100. Sure. 1, 2, 3. Play vacuum harmonica on my TV. 71, 72, 73. Play the Wonder Woman trailer. Hey Google, talk to Dominus. Talk to Lonely Planet. Talk to Quora. Show me my photos from last weekend. Your car is parked at 22B. Today in the news. Turn the living room lights on. Okay, turning on the lights. I'm back, baby. Hey Google, drop a beat. Flip a coin. Call Jill. Set a timer. Talk to Headspace. And then just for a moment, I'd like you to let go of any focus at all. Just let your mind do whatever it wants to do. Done. Hey Google, good night. Turning off all the things. See you tomorrow. So, sieht sehr schön aus. Die Interaktion funktioniert relativ gut. Jetzt wollen wir auch noch zeigen, wir sind ja bei einer Payment-Veranstaltung. Wir haben hier eine Demo, um das einfach mal zu demonstrieren. Und zwar geht es darum, eine Peer-to-Peer-Überweisung zu tätigen aus einem Sprachumgehen. Zahle Hugo 150 Franken. Hier ist deine Zahlung in Höhe von 150 Franken. Soll ich sie senden? Ich liebe diese Demos, weil ich werde schlafen. Tut mir leid. Oh, okay. Das war absichtlich so. Also,
Genau wie wir es in den Filmen gesehen haben. Gut, versuche ich nochmal eins. Weil, Moment, ich wollte zuerst mal kurz etwas sagen. Das war natürlich ein einfacher Satz, aber man könnte auch Sätze machen mit Kombinationsaufträgen. Zum Beispiel diese. Zahle Thomas 50 Franken für das Oktoberfest. Hier ist deine Zahlung in Höhe von 50 Franken. Soll ich sie senden? Ja, gern. Okay, danke. Deine Zahlung gesendet. Wenn das Gerät zu ist und man sagt, hey Siri, dann kannst du einen Zahlungsauftrag geben, aber zuerst muss ich mein Gerät entsperren, weil für Zahlungen zum Beispiel wäre es gut, wenn man sich zuerst mal identifiziert hat. Vielen Dank. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Kreditkarten und darum wollte ich auch mal einen Checkout machen mit einer Kreditkarte und dazu bietet sich momentan Masterpass sehr gut an. Das Masterpass API existiert. Man kann es anbinden und ich habe dann mal in unserem Sparks unseren Mitarbeiter gebeten, einfach mal ein Conversational Checkout mit Masterpass zu machen. Solche Dinge werden jetzt schon live gestellt, also Cheesecake Factory in Amerika beispielsweise, Subway tut solche Dinge momentan. Ich wollte einfach mal wissen, wie einfach geht es. Und wir haben dazu momentan so eine Shopping-List, eine Einkaufsliste-App, die wir für etwas anderes gebraucht haben. Und die haben die einfach kurzerhand hergenommen und das Masterpass-Checkout damit integriert. Das ist also Checkout mit einer Live-Masterpass-Wallet. Live heißt, das ist eine Test-Wallet live draußen, die kann manchmal auch nicht verfügbar sein. Aber was wir jetzt hier sehen, ich kann über Sprachsteuerung Dinge, also Artikel zufügen und dann ein Checkout machen. Add milk, butter, bread. Also jetzt hat man Dinge zugefügt. Im Subway-Case ist dann, ich hätte gerne einen Footlong mit irgendwie Salami und so weiter. Und wenn ich dann bezahlen will, kann ich sagen, ich würde gerne bezahlen. I'd like to pay now. Jetzt ist er gekommen. Jetzt sind wir bei dem Wallet-Login, das, wo auch der Kurt vorhin gezeigt hat. Hier noch mit einem Passwort, man kann da auch Touch-ID reinprogrammieren. So, hier sehe ich die Karte und die Adresse und ich mache Continue und bekomme eine Bestätigung. Einfach ein Checkout, den wir jetzt über den Browser schon kennen, einfach als Sprachinterface. Jetzt die interessante Sache dabei ist, der Entwickler hat wirklich wenig Zeit gebraucht. Einfach um das API einzusprechen und zu integrieren, hatte er ungefähr 10 Stunden. Natürlich ist da noch nicht Robustheit reingebraucht und Fehlersicherheit und so weiter und so fort. Da braucht es dann schon noch einiges mehr Zeit. Aber einfach diesen Standard, dieses Standard-API einzubinden, da hatte er 2 Tage, 10 Stunden. Also wirklich ziemlich schnell. Jetzt verlassen wir die Sprachschnittstelle und gehen hin zur AR, da gab es ja oder gibt es ja diese HoloLens, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hat im Wesentlichen 2 Kameras irgendwo verbaut, hier drin. 2 Kameras für Stereo-Sehen, die Kamera kann auch Infrarot. Und es hat 2 Bildschirme hier drin, die transparent sind, sodass er durchschauen kann und die reale Welt sieht. Aber auf diesen kleinen Bildschirmchen kann man eben Dinge drauf projizieren, sodass die aussehen, als wenn sie in der realen Welt existieren. Wir wollen jetzt verschiedene solche Dinge zeigen. Das nächste, da hier geht es um Verify Payment. Und zwar üblicher Fall, der Schaffner läuft durch den Zug durch, muss die Fahrkarten prüfen. Wir in der Schweiz haben zum Beispiel diese Plastikkarten für diese Abos, für diese Jahresabos und so weiter. Da muss der Schaffner heute typischerweise mit einem NFC-Gerät die Daten quasi vom Server rausholen und sehen, ob der jetzt quasi berechtigt ist zu fahren oder über einen QR-Code. Und was man jetzt mit der HoloLens machen könnte, ist jetzt einfach quasi, der schaut es kurz an und sieht dann einfach einen grünen Blob oberhalb des Kopfs und der ist dann gut. Das heißt, er kann eigentlich nur noch so durchlaufen durch die Dings, muss die QR-Codes lesen und sieht dann, der ist grün, 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 da ist einer rot, mit dem muss ich mich dann unterhalten. Hier haben wir so eine Karte,
Da sieht er sich jetzt einen QR-Code an und jetzt in dem Moment ist die HoloLens auf den Server gegangen und hat sich die Daten geholt, zeigt sie jetzt so an, zeigt natürlich viel zu viel an, weil eigentlich das eigentlich Wichtige hier im Moment ist nur grün. Oder? Der Kunde ist momentan berechtigt zu fahren. Und statt das jetzt mit NFC oder irgendwie so zu machen, kann er nachher nur noch durchlaufen. Ein mögliches Beispiel, das wir mal probiert haben. Das nächste Beispiel, Gäste zählen. Sie kennen das, der Flight Attendant im Flugzeug geht klick, 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 klick und zählt durch, wie viele Leute sie an Bord haben. Das kann man mit der HoloLens beispielsweise machen. Also hier unten sieht man, wie viel er schon entdeckt hat. 7. Klar, das war jetzt ein Test. Man kann sich mit ein bisschen Fantasie vorstellen. Erstens werden die Brillen kleiner. Oder wir machen es gerade mit dem Handy. Die Brillen werden kleiner, natürlich die Algorithmen werden robuster. Aber solche Dinge sind beispielsweise möglich. Dann, so eine HoloLens kann ja nicht nur quasi sehen und hat eine Kamera, sondern es ist einfach wahnsinnig gut auch, es hat Software drin, gut im Volumen Daten verarbeiten. Und heute haben wir in vielen Bereichen schon Volumendaten. Also wir haben da in der Architektur heute schon Volumendaten. Wir haben im Krankenhaus CT, MRI-Scans, das sind alles Volumendaten. In der Maschinenindustrie haben wir Volumendaten. Das sind alles Standard-3D-Formate, die kann man sehr einfach in so eine Kamera reinlesen und dann quasi im AR-Bereich damit umgehen. Wir haben jetzt so einen Hirnscan vom Krankenhaus. Ich stelle das mal dort ab. Ich wähle einen Patienten. Das sollte jetzt auch funktionieren, genau. Der heißt John. Und ich zeige mal den Gehirn an. Ah, voilà, genau. Und wir haben vorher auf dem Scan einen Tumor gesehen. Und das ist für einen Chirurg vielleicht noch interessant. Also er kann dann jetzt, stellen Sie sich vor, der Patient ist hier. Er kann dann in der Operationssaal kann er schon mal reinschauen und dann kann er kontrollieren, wo ist das Ding genau? Ah ja, an der Seite und ungefähr dort. Und ich kann dann noch extra Informationen dazu nehmen. Ich kann nur das Tumor anschauen, also wie groß ist das und wie tief muss ich dann schneiden. Jetzt bin ich voll vorbereitet als Chirurg und jetzt kann ich den Kopf öffnen und effizient den Tumor entfernen. So, Demo-Effekt. Ich habe es schon gesagt gehabt, er hat versucht, diese Anzeigetafel wegzuklicken, damit er besser auf das Gehirn schauen kann. Aber ich glaube, man hat gesehen, um was es geht. Es geht darum, dass wir uns ganz natürlich in volumetrische Daten quasi reinbegeben und die anschauen können. Jetzt die Kamera braucht nicht unbedingt diese externen Volumendaten. Er kann sie auch, die HoloLens kann die auch on the fly digitalisieren. Also mit der HoloLens kann man hier, man hat es ganz kurz gesehen, kurz drüber schauen, die Wände anschauen und die HoloLens bildet sein eigenes volumenmetrisches Modell. Wenn man dann nachher zum Beispiel ein Spiel drin spielt, dann weiß das Spiel von diesen physischen Grenzen. Und wenn man dann irgendwann einen Stuhl hat, dann muss halt die Spielfigur muss dann halt vielleicht über den Stuhl drüber stolpern oder bei der Wand geht es nicht weiter und so weiter. Also diese Dinge sind da. Das ist jetzt unser Kollege, der Roger da hinten, der läuft jetzt mit der zweiten Kamera rum. Und wir sehen jetzt quasi, dass all diese Dinge, diese 3D-Strukturen, die Personen, die da sind, dass die jetzt quasi on the fly direkt in ein 3D-Modell umgewandelt wird. Es gibt da sehr schöne Beispiele von Games, die das dann sich nachher zunutze machen. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber das ist wahnsinnig powerful. Also als ich mich noch in der Forschung befand, hatten wir solche Dinge noch ganz mühselig zu erreichen versucht. Jetzt, man kann AR schon länger
auch auf dem Handy machen. Das gibt, da gibt es jetzt schon einige Beispiele, so Dinge, wo man in den Himmel schaut und man sieht im Nachthimmel dann die Sternbilder und so weiter. Nur bisher war es einfach wahnsinnig mühsam, diese Dinge zu programmieren, weil man die ganzen Überlagerungsmechanismen musste man ganz mühsam programmieren. Jetzt mit neuen Smartphone-OS, OS 11 zum Beispiel, iOS 11, hat es schon drin, das heißt AR-Kit. Da sind wahnsinnig viele Routinen, Prozesse und so weiter schon vorprogrammiert, die es braucht in einem AR-Umfeld. Und die haben wir uns zunutze gemacht, um jetzt genau für diesen Industriepartner auch so einen Proof of Concept zu zeigen. Nicht weiter wie hier. Okay. Ja, genau. Also für Remote Training ist es sehr schön, wenn man ein ganz teures und großes Gerät, was nicht überall zur Verfügung steht, einfach zu Hause oder im Schulungsraum anschauen kann. Und nicht nur über Diagramme, aber wirklich so im realen Welt. Ich kann das Ding öffnen, man sieht, ich kann es so mal anschauen und ich kann sogar sehen, dass es ist sogar animiert. Man kann schauen, was genau passiert. Die Rollen. Warte, da dreht sich was. Rollen wirklich. Ja. Ich kann auch rein und schauen, was passiert genau im Inneren. Und normalerweise im realen Welt müsste man das Gerät stilllegen und das ganz auseinandernehmen. Das ist etwas mühsam. Aber jetzt können sehr viele Lehrlinge einfach das Ding anschauen und sogar im Gerät reinschauen, nach außen. Genau. Ja. Und so können Sie sich ganz gut vorstellen, wie das dann funktionieren wird und was Sie machen müssen dann nachher für Wartung und so weiter. Ja. Das ist spannend. Und hier auch ein Beispiel davon, dass eben in solchen Industrien die 3D-Daten eh schon vorhanden sind. Also das war hier wahrscheinlich ein einfaches, ich kenne es jetzt nicht im Einzelnen, aber war ein einfaches, diese 3D-Daten von diesem Drucker einfach reinzulesen und dann eine Interaktion damit zu tun. Wir sind jetzt damit am Ende des Vortrags. Vielen Dank. Okay.